Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Es freut mich besonders, dass Sie hier wieder so zahlreich erschienen sind. Vor 1,5, 2 Jahren bin ich an CH Open gelangt und habe damals im Rahmen der Aktivitäten, die wir zur Cloud-Strategie gemacht haben, gesagt, es wäre schade, dass CH Open die Open Source Community, wenn sie einfach diesen Entwicklungen im Cloud Computing an sich vorbeigehen lässt. Matthias Stürmer hat dann den Ball sehr direkt aufgenommen und relativ rasch damals, in relativ kurzer Zeit, diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Und wie man sieht, lebt das Thema immer noch. Also freut mich besonders und herzlichen Dank an dich. Du hast da einiges dazu beigetragen. Zu meinem Thema, die Cloud-Strategie der Schweizer Behörden. Das war mal der Plan gewesen, wie er ausgesehen hat. Den habe ich in der letzten Präsentation vorgestellt. Gedacht wäre gewesen, dass wir im Juni die Strategie verabschieden. Wir haben das dem Steuerausschuss wie geplant im Juni vorgelegt und der Steuerausschuss hat gesagt, ups, Cloud, das ist gefährlich. Bevor wir da Ja dazu sagen, müssen wir eine Risikoanalyse noch beilegen, also wo wir genau zeigen, was da dahinter steht. Deshalb mussten wir noch etwas nachlegen. Wir haben dann aufgrund bestehender Forschungen, wir haben nicht bei Null angefangen, Untersuchungen aus der EU und so weiter haben wir zusammengetragen. Und das Interessante dabei ist, wenn man die Risiken des Cloud Computings genau anschaut, wenn ihr, die wichtigsten sind hier rundherum aufgeführt. Gehen Sie sie mal in Gedanken durch und überlegen Sie sich mal, welche dieser ist Cloud-spezifisch. Sie werden feststellen, dass die ganz große Menge der Risiken schlicht und einfach Outsourcing-Risiken sind, die mit Cloud an und für sich nicht wirklich viel zu tun haben. Also immer, wenn ich eine Leistung, eine Informatikleistung auslagere, habe ich Probleme, dass ich mich von dem entsprechenden Partner abhängig mache, dass ich schauen muss, wie kriege ich meine Daten wieder zurück. Es gibt ein, wir haben wirklich ein Risiko gesehen, das wirklich spezifisch für Cloud-Thema ist. Und das ist das hier, Isolationsversagen. Typische Cloud-Lösungen, ob Platform as a Service, Infrastructure as a Service oder Software as a Service, sind in der Struktur drin mandantenfähig. Das heißt, wir haben das Risiko, dass potenziell jetzt ein Mandant auf die Daten, Informationen eines anderen zugreifen kann, wenn dort die Isolation der Mandanten versagt und dass man allenfalls dann auch böse Dinge anstellen kann beim anderen. Aber das ist das einzige Risiko, das wirklich spezifisch Cloud fürs Cloud Computing ist. An diesem Kontext dieser Veranstaltung ist noch, möchte ich auf ein Thema speziell hinweisen. Also natürlich hat man mit jedem Outsourcing, mit Cloud Computing auch die Gefahr, dass man sich potenziell, meistens sehr real, abhängig macht von dem Partner, an dem man outsourced, bei dem man das Cloud, die Cloud-Lösung einkauft. Und dort haben wir jetzt kann ich reden für uns als Behörden, haben wir natürlich das Interesse, dass wir diesen Login möglichst klein halten können und dazu erhoffen wir uns von entsprechenden Standards und allenfalls entwickelt sich OpenStack in diese Richtung und entsprechenden offenen Lösungen eine gewisse Reduktion dieses Punktes. Vollständig weg werden wir ihn nicht kriegen.
Ich habe Ihnen nicht ein Referat vor, um jetzt alle Risiken aufzuzählen. Also das ist nicht der Kern dieses Referats, das wäre ein anderes. Ich werde an Beispielen nachher zeigen, dass man, wenn es in die Realität geht, häufig sich auch falsche Vorstellungen macht. Es gibt jede Menge Cloud-Angebote, wo die Risiken sehr kalkulierbar sind und wo man es vernünftig nutzen kann. Ja, vielleicht noch, wir haben dann eben gesehen, übrigens noch eine Abhängigkeit, es hat hier noch etwas Lustiges. Sehen Sie hier die Flexibilität. Also, das ist auch ein Risiko, das wir mit der traditionellen IT haben. Also, bei uns beim Bund, diejenigen, die die Bundesinformatik kennen, haben die Erlebnisse live gemacht. Wir haben mit unserer traditionellen Inhouse-Informatik das Problem, dass unsere Flexibilität, gelinde gesagt, nicht gewaltig hoch ist. Also, und dieses Problem, das ist sehr wohl ein reales, das sowohl ein Geschäftsrisiko wie finanzielles Risiko wie Projektrisiko bedeutet. Wenn Projekte sehr lang gehen, dann gehen sie auch gelegentlich schief und sind dann manchmal in den Medien, wie Sie bei dem einen oder anderen Beispiel selber erlebt haben. Nun, die effektive Strategie konnten wir dann verabschieden am 25. Oktober. Der Steuerausschuss hat sich von der Risikoanalyse überzeugen lassen, hat gesehen, dass wir mit der Strategie eben gerade auch Kernrisiken adressieren. Wenn wir einfach keine Strategie gemacht hätten und jeder irgendetwas macht, dann wären die Risiken höher gewesen. Das konnten wir dem Steuerausschuss glaubhaft machen und er hat es verabschiedet. Nun, das ist geschehen Ende letztes Jahr. Was ist seither passiert? Wenn man Strategie hört und aus einem Unternehmen kommt, dann meint man in der Regel etwas anderes als Strategien auf der Ebene Bund. Strategien in einer Firma, in einem Unternehmen sind dazu da, das Unternehmen auszurichten, festzulegen, in welche Richtung man gehen will. Bei den Behörden haben wir kein Unternehmen mit einer Unternehmensführung, die genau definieren kann, wo es hingeht. Wir haben gestern eine Abstimmung gehabt. Wir als Volk bei uns in der Schweiz bestimmen mit, wo die Regierung durchzuwandern hat. Und gelegentlich, nicht ganz selten, sagen wir, dass wir woanders hin wollen, als sie hingewollt hätten. Also wir können nicht mit einer Strategie jetzt irgendwelcher Art und Weise die Politik übersteuern. Aber etwas können wir. Und das ist lustig. Das, was die Strategie als Haupteffekt hat, ist, alle die, die im Sinne der Strategie ein Projekt lancieren wollen, die haben es einfacher. Wenn sie Geld brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen, können sie immer verweisen auf die Strategie und sagen, die Strategie, Punkt sowieso, steht genau das, was ich mache. Sie kriegen einfacher Geld damit, sie kriegen ihre Projekte einfacher bewilligt. Das Gegenteil ist, wenn man etwas machen möchte, was explizit entgegen der Strategie ist, dann haben die Leute plötzlich Erklärungsbedarf. Das heißt überhaupt nicht, dass sie das nicht machen können und dürfen. Das heißt einfach, dass sie deutlich mehr erklären müssen. Sie müssen mehr begründen. Und dadurch gibt es eine gewisse Entwicklung, sehr wohl, in Richtung der Strategie. Das als Vorbemerkung. Jetzt konkretes Beispiel nur im eigenen Haus. Also ich habe zwei aus unserem eigenen Haus, ganz kleine, aber die das schön demonstrieren. Vor der Verabschiedung der Strategie galt in diversen Bereichen der Bundesverwaltung mehr oder weniger ein Cloud-Verbot. Also die Leute hatten eben so viel Angst vor der ganzen Geschichte, dass sie gesagt haben, jetzt. Also ich hatte auch in der Phase der Erarbeitung der Strategie, war bei uns zum Beispiel, hatten wir eine Sitzung mit unserem eigenen Departement, also jetzt im Finanzdepartement, und sie sagten, wir haben die Strategie, im IT-Bereich Follower zu sein.
wir wollen nicht zuvorderst mitgehen. Ich habe Ihnen dann zu erklären versucht, ja, wenn Sie Follower, wir sind auch Follower, wenn wir jetzt sagen, wir gehen, weil so langsam wie bei uns die Mühlen mahlen, wenn wir dann richtig sind, hingehen, dann sind wir nicht mehr Follower. Dann sind wir nicht mehr an der Spitze, sondern da sind wir, ja, ja, etwas hinten dran, aber vielleicht nicht ganz zu viel. Dieses Beispiel nur bei uns dann. Wir haben das Problem gehabt, also wir suchten ein Werkzeug, um Prozesse zu modellieren. Wir haben uns reorganisiert, müssen Prozesse neu definieren und dann war die Frage, wie machen wir das? Erste Variante war, ja, wir suchen uns ein Prozessmodellierungswerkzeug, machen eine Evaluation und versuchen das dann bei unserem Leistungserbringer beim BIT installieren zu lassen. Wir haben herausgefunden, da hätte uns das Projekt selber etwa 100.000 Franken gekostet. Das sind einfach unsere internen Dinger. Und die Lösung selber im Betrieb hätte 10.000 bis 20.000 bis 30.000 gekostet. Das sind einfach unsere internen Preise. Wir haben dann gesehen, in der Cloud gibt es so eine kleine Lösung. Das Beispiel, das wir dann gewählt haben, war Signavio. Das ist eine Cloud-Lösung. Kostet uns ein paar tausend Franken im Jahr. Wir mussten kein Projekt machen, keine Evaluation. Wir konnten es einfach mal ausprobieren, haben gesehen, funktioniert prima. Und le voilà. Ein ganz kleines Beispiel. Und jetzt hier das Thema Sicherheit. Also Sie haben vorher in der Einleitung gehört, das Thema Prisma ist in aller Munde jetzt. Die Amerikaner, jetzt ist öffentlich, was wir hinter den Kulissen schon lange wussten, die Amerikaner saugen alle Daten ab. Also, es ist so. Aber nehmen wir das Beispiel. Also, uns ist Wurst, wenn der amerikanische Geheimdienst, obwohl das ist jetzt nicht eine amerikanische Lösung, aber trotzdem, wenn der amerikanische Geheimdienst unsere Prozessdiagramme hat. Also, soll er. Also, der darf Speicherplatz bei sich füllen mit diesen Informationen. Nein, an dem Beispiel einfach, es gibt jede Menge von Bereichen, wo die Sicherheitsfrage nicht wirklich ein Issue ist. Und das vergisst man gelegentlich, weil man einfach immer die ganz kritischen Sachen im Auge hat. Und ein anderes Beispiel, er will hier nicht so recht, Serverizer. Ja, diverse Bundesämter haben das, die Aufgabe, die müssen Daten erheben. Statistische Daten für entsprechende Grundlageninformationen zu haben. Also Beispiel, Bundesamt für Gesundheit muss stichprobenartig Gesundheitsumfragen machen zu bestimmten Gesundheitsthemen. Und dort war auch die Frage, wie machen wir das? Sie haben sich jetzt für Serverizer entschieden, auch eine Cloud-Lösung. Hintergrund wieder, Risiko der Abhängigkeit vom Anbieter, ziemlich gering. Ich mache eine bestimmte Statistik, ich führe die Erhebung durch und am Schluss übernehme ich die Daten für Auswertungszwecke ins eigene Haus rein. Ob die nächste Auswertung wieder mit Serverizer gemacht werden muss oder nicht, ist eigentlich nicht zwingend notwendig. Es gibt auch Alternativangebote auf dem Markt. Also ein weiteres Beispiel, wieder, wenn wir das intern gehabt hätten, machen hätten müssen, wäre das ein Projekt. Übrigens, wir hatten schon solche Projekte gehabt und es laufen noch Projekte, die ähnliche in anderen Ämtern, die ähnliche Fragestellungen haben. So ein Projekt, wenn man es in-house macht, kommt in der Region von zwischen einer halben und einer Million an Projektaufwand, hat dann entsprechend hohe Betriebskosten und Entwicklungs- und Wartungskosten. Wenn wir das nach außen geben, einfach, da können wir es nutzen, ganz plump nutzen. Und ich finde es lustig, gelegentlich wird gestritten, also ich habe letzthin gerade wieder einen Artikel gesehen, wo Leute gesagt haben, ja, das mit der Wirtschaftlichkeit, das stimme eigentlich nicht. Im Prinzip seien die Dinge ungefähr gleich teuer und
Wenn ich einfach konkrete Beispiele nehme, dann sind die so eklatant different in der Realität, nicht in der Theorie. Also jetzt hier, da sparen wir, oder hat das Bundesamt für BAG hat in etwa 1 Million gespart. Man kann sagen, ja gut, 1 Million Steuergelder ist nichts, aber jetzt ein weiteres kleines Beispiel aus einer anderen Ecke, nicht vom Bund. Sie haben das ganze Thema mit Security gehört. Wir haben durchaus Schweizer Firmen, die echte Lösungen jetzt im höheren Sicherheitsbereich haben. Das kann man sehr wohl haben. SecureSafe ist ein Beispiel, das Speicherlösung mit hohen Sicherheitsanforderungen bietet, ein Schweizer Unternehmen. Das hat zusammengespannt mit dem Kanton Glarus. Kanton Glarus möchte oder wird den Bürgern einen quasi Bürgersafe für Datenaustausch jetzt liefern, mit auf der Basis. Das sind nur drei Beispiele, ich könnte jetzt noch lang weitermachen. Also jetzt im letzten halben Jahr sehe ich eine riesige Menge an Lösungen, die im Entstehen sind. Wir haben gewisse Partner hier drin, etc. zum Beispiel, ihr werdet glaube ich selber noch etwas präsentieren, deshalb habe ich von euch nichts gesagt. Es gibt jede Menge jetzt an Lösungen, die kommen. Und das Schöne daran, die Strategie hat jetzt geholfen, hier einfach etwas Eisbrecher zu spielen. Die Ämter, jetzt eben weil die Strategie da ist, haben es deutlich leichter, bei ihren vorgesetzten Stellen durchzubekommen, dass sie derartige Lösungen verwenden dürfen. Nun, zur Strategie gab es einen Umsetzungsplan. Der Umsetzungsplan, der hat verschiedene strategische Stoßrichtungen, darauf bin ich das letzte Mal etwas mehr eingegangen. Ich möchte diesmal kurz zeigen, was jetzt in dem Bereich bei uns explizit läuft. Der erste Punkt ist der einfachste und dieses Referat ist gerade eine Umsetzung dieses ersten Punktes. Wir wollen dafür sorgen, dass das Thema, dass die Strategie und ihr Inhalt bekannt ist. Wir wollen den Behörden helfen beim verantwortungsvollen Einsatz des Cloud Computings. Das Wörtchen verantwortungsvoll ist durchaus relevant in diesem Kontext. Also man kann mit der Cloud Lösungen auch genauso leicht, wie man Nutzen schaffen kann, kann man Probleme produzieren. Vielleicht nur, das war damals, habe ich das zufällig selbst gesehen, live. Vor eineinhalb Jahren ist die Amazon Cloud runtergesaust, gab einen riesen Ausfall und die haben so eine Community, wo die Einzelnen untereinander Informationen austauschen konnte und das sah ich zufällig gerade selber, weil ich im Rahmen der Cloud-Aktivitäten dort mal auf die Website gegangen bin. Wie einer verzweifelt gesagt hat, ja, ich habe da eine Anwendung zur Steuerung von Herzschrittmachern und jetzt ist die Cloud unten, was mache ich jetzt? Also, da hat er ein ernsthaftes Problem produziert, das hat zuerst nichts mit Cloud zu tun, aber eben Cloud kann dazu verführen, weil es so einfach, schnell und ohne große Umstände machbar ist, dass man eben auch missbaut. Wir haben zusammen mit Eurocloud Switzerland haben wir einen Leitfaden gemacht, also der Lead war bei Eurocloud Switzerland, für die Beschaffung von Cloud-Lösungen durch die Verwaltungen. Alle die unter Ihnen, die in öffentlichen Verwaltungen arbeiten, die wissen, dass wir beschaffungsrechtlich eigene spezielle Anforderungen haben mit dem Beschaffungsrecht und das ist nicht ganz einfach immer, wie gehe ich jetzt mit so Pay-per-Use-Lösungen um, die eigentlich nicht ganz da reinpassen. Wir planen eine Community-Plattform für Wirtschaft und Behörden. Das Ziel ist, dass wir eben die Angebote, die da sind,
explizit auch sichtbar machen können, dass wir zeigen können, wer sie schon braucht, um dort eine Dynamik weiter in den Griff zu bekommen. Einige unter euch, die hier im Raum sind, haben wir eingeladen zum Kickoff am 4. Juli. Wir planen, wir möchten eine Begleitgruppe, Arbeitsgruppe haben im Rahmen von ECH, der Standardisierungsorganisation für im E-Government Schweiz, damit wir dort weitere Hilfsmittel erarbeiten können, damit wir auf der anderen Seite auch die Umsetzungsarbeiten begleiten können, damit Sie Input liefern können und die Resultate Qualität sichern. Ein Newsletter haben wir auch in Vorbereitung. Ups, das ist zu viel des Guten. Ein zweiter Punkt, auf den ich dediziert eingehen möchte, ist der Stoßrichtung 3. Das ist die komplexeste im Ganzen. Wir haben die Situation, dass wir zwar in der Strategie sagen, dass wir wo immer möglich Public Cloud Angebote nutzen wollen. Explizit, weil gegen die ganz Großen, da haben wir keine Chance, mit eigenen Infrastrukturen und Lösungen auf die wirtschaftliche Ebene und Flexibilität zu kommen, die andere anbieten können. Aber es gibt Bereiche, wo wir eigene Clouds brauchen. Hoffentlich nicht einfach jede einzelne Behördeneinheit für sich, sondern möglichst zusammen, aber wir brauchen eigene. Und in dem Zusammenhang sind bei uns schon im Bund zwei Einheiten aktiv, unsere großen Leistungserbringer, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation und die FUB vom Militär, also VBS. Wir haben das Problem, dass über 80% der Eigenentwicklung wird von externen Firmen für uns erledigt. Die unter Ihnen, die wissen, die selber aus der Entwicklung kommen, können sich vorstellen, was das bedeutet. Wenn ich Ihnen was zum Entwickeln gebe, was machen Sie? Sie nehmen einfach die Werkzeuge und die Sachen, die, mit denen Sie sich wohl sind oder die Sie gerade zur Hand haben oder die Sie in Ihrer Firma einsetzen, hat zur Folge, dass bei uns dann, jetzt aus Leistungserbringersicht, kommt ein riesiger Zoo an Sachen daher. Also, und das fördert dann auf Betriebsseite quasi die Silo-Bildung. Wir haben dann die Anwendung X, die hat den Stack, die Anwendung Y, die hat den Stack, die Anwendung Z, die hat den. Das können wir nur in den Griff kriegen, sagen wir, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, indem wir entsprechende Plattform-as-a-Service-Dienste von unserer Seite anbieten und verpflichtend vorgeben. In die Richtung wollen wir. Das ist eine länger anhaltende Initiative. Dort müssen wir aber erst jetzt ganz vorn beginnen. Wir haben eine Mini-Entwicklungs-Cloud im Augenblick unter dem Namen ICE, wo man mindestens Entwicklungswerkzeuge mal so cloudmäßig bereitstellen kann. Aber unsere Betriebe, unsere Prozesse und so weiter intern, die müssen noch ziemlich auf Vordermann gebracht werden, dass wir das schaffen. Im FUB haben wir auch entsprechende Aktivitäten am Laufen für High-Security-Sachen. Der funktioniert irgendwie nicht so ganz. In Kantonen, Gemeinden gibt es auch, zum Beispiel Zürich, OIZ hat entsprechende Aktivitäten. Wir haben hier Netzetera und IBM zusammen haben Aktivitäten. Also wir haben an verschiedenen Ecken laufen Dinge. Und das Ziel, das wir haben, eigentlich jetzt von der dass wir, dort hast du noch einen Tippfehler, wir wollen eigentlich, und so die schöne Vision wäre, dass die Nutzer von den Nutzern mehr oder weniger versteckt ist, wer im Hintergrund welche Leistung macht, dass eine Gemeinde, ein Kanton auf ein Netzwerk, eine Community Cloud zugreifen kann und die im Hintergrund zusammenarbeiten. Technologisch wäre so etwas schon möglich.
organisatorisch und betriebswirtschaftlich, finanziell hat es da noch diverseste Herausforderungen. Wir werden schauen, was wir machen können, also jetzt im Zusammenhang jetzt mit der Umsetzung. Und wir suchen konkrete Partner, die bereit sind, hier prototypmäßig auf den Weg zu gehen. Parallel haben wir vorgesehen, eine Vorstudie zu machen, die zeigt, wie man jetzt eher aus akademischer Sicht in dem Bereich vorgehen kann. Und hier ist natürlich, sind auch Ansätze gefragt, die jetzt eben nicht proprietär sind, sonst funktioniert unsere Vision nicht. Und in dem Zusammenhang hat gerade Ansätze, die heute noch diskutiert werden, sind noch spannend. Also wir suchen Partner für die von der Forschung und Lehre und Wissenschaft für die Studie dann. Da werde ich auch noch auf verschiedene Leute zukommen, unter anderem auch euch. Also jetzt von der Sache selber her. Es geht allerdings nicht nur um die technischen, es geht auch um die prozessualen, betriebswirtschaftlichen Sachen und so weiter. Das muss zusammengehen, sonst funktioniert es nicht. Wir suchen auf der anderen Seite Anbieter, die bereit sind, prototypmäßig auf den Weg zu gehen. Also wir wollen jetzt nicht zuerst eine zweijährige Studie machen und dann machen wir noch ein Jahr für ein Konzept und dann versuchen wir im Big Bang alles umzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen lernen. Wir müssen schrittweise dort weitergehen. Nun, damit bin ich am Ende angekommen. Einfach meine Zusammenfassung, die Strategie wirkt, sie wirkt tatsächlich zum Teil fast besser, als ich erwartet habe. Die Umsetzung, da sind wir dran. Und ja, bitte mach mit. Tja, da habt ihr noch meine Koordinaten, wenn ihr Interesse habt, potenziell mitzumachen in der einen oder anderen Form oder einfach bloß auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dass ihr den Newsletter kriegt zum Beispiel, meldet euch bitte, dann nehmen wir uns oder Sie auf unsere Liste. Gut, das wäre meine Einführung. Am heutigen Tag werden Sie natürlich viel mehr Details hören, das war jetzt eine Ebene oben drüber, aber die ganze Geschichte ist sehr spannend, es läuft einiges und noch Antwort quasi auf Ihre Zusammenstellung, die Trends sehen wir auch. Also wir sehen auch, dass der Trend Richtung Platform as a Service ziemlich deutlich ist, auch nach unserer Wahrnehmung. Es kommen immer mehr Bestandteile in die Infrastructure as a Service da rein und das wandert immer höher. Und ich bin immer mehr überzeugt, das ganze Ding, Cloud Computing, das ist ein Trend, der unsere ganze Art und Weise, wie wir Informatik nutzen, massiv auf den Kopf stellt. Und zwar noch, ich habe das auch schon gesagt vor einer Präsentation vor 2 Jahren, aber inzwischen habe ich gemerkt, dass der Trend ist noch viel heftiger. Also das, was wir jetzt über Prisma hörten, das ist ein Element natürlich, einfach, wir beginnen alles mit allem zu verknüpfen. Und diesen Trend werden wir nicht wegkriegen. Und das produziert ganz neues Gesamtsystem rund um die Welt rum. Und wir müssen lernen, mit dem zu leben. Wir müssen lernen, mit Prisma zu leben. Wir müssen lernen, mit unseren lokalen, diversen, großen und kleinen Anbietern zu leben. Und das wird spannend. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Müller. Wir haben noch einige Minuten Zeit für Fragen von Ihnen. 2 Mikrofone im Saal. Bitte benutzen Sie die Gelegenheit. Das heißt, Radio.
nur von der Firma Qualität und Informatik. In Ihrer Strategie hat mir gefehlt eine Art Verteidigungsstrategie. Sie haben von vornherein gesagt, es macht ja nichts, wenn die Amerikaner alle Daten absaugen über Geschäftsprozesse. Ich verstehe das nicht ganz, warum hier niemand ernstlich darüber nachdenkt, auch hier gewisse Verteidigungspolicies, Mechanismen aufzubauen, zu sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass die Amerikaner alle unsere Daten absaugen. Warum findet sich bei Ihnen Ihre Strategie da überhaupt nichts drin? Also wenn Sie die Strategie selber haben, also ich habe jetzt nicht die Strategie inhaltlich vorgestellt, dort haben Sie sehr wohl entsprechende Aussagen drin. Also das eine Thema ist, dass wir unterscheiden zwischen den Informationskategorien. Wir haben Daten, da ist uns nicht wirklich ein Problem. Wir haben andere Daten, da ist ein Riesenproblem. Und deshalb haben wir auch eben unterschieden, dass wir sagen, es gibt dort, wo es geht, möchten wir Public Clouds verwenden. Und Public Clouds haben einfach die Probleme potenziell, also es ist nicht nur die USA übrigens, andere Daten, die saugen auch Staaten saugen auch Daten ab, vielleicht nicht in der großen Menge wie gerade die USA, aber jedes Land, auch die Schweiz, fordert Zugriff auf Daten, wenn ein entsprechender Kriminalfall, also entsprechende Dinge da sind. Das ist, gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt, die das nicht kennen. Also wir haben diese Elemente sehr wohl drin. Ich habe die jetzt heute nicht in den Vordergrund geholt. Es gibt noch ein zweites Problem, das wir als Staat explizit haben in dem Kontext. Das ist noch, auch wenn jetzt als Beispiel wir Daten in ein Land geben, schützenswerte Personendaten beispielsweise, da gibt es gesetzliche Grundlagen. Aus rechtlicher Sicht dürfen wir die in einem Land speichern, das analoge Datenschutzgesetzgebung kennt wie wir. Aber, es gibt ein Aber, das hat nichts jetzt mit dem Datenschutzgesetz zu tun. Wenn wir einfach kritische Daten und Lösungen ins Ausland geben und es kommt zu Konfliktsituationen, dann werden wir erpressbar potenziell. Also das hat nichts mit dem Datenqualität zu tun, sondern mit unserer Funktion als Staat. Und diese Lösungen, das haben wir auch in der Strategie drin, die brauchen wir unter Schweizer Hoheit. Nicht zwingend unter Staatshoheit, aber unter Schweizer Hoheit. Das heißt, dass im Krisenfall die Schweizer Regierung dort sichern kann, dass das in unserer Kontrolle bleibt. Also das haben wir sehr wohl in der Strategie drin. Also wenn Sie die Strategie physisch haben, die Links auch hier drin, ganz konkret durchlesen, werden Sie noch diverse andere Elemente finden. Ja. Markus Brunner von Swisscom. Sie haben in den zweiten Punkt über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und eventuelle Änderungen. Sie sind nicht weiter darauf eingegangen. Ja. Könnten Sie zwei, drei Worte dazu sagen? Was diskutiert wird, gerade auch im Zusammenhang mit den EU-Regeln, die ja im Cloud-Umfeld auch diskutiert werden. Ja. Im Augenblick, also dort bin ich nicht darauf eingegangen, weil einfach von unserer Seite her, also jetzt rede ich uns als Informatiksteuerungsorgan Bund, wir dort nicht groß Einfluss haben. Also jetzt, deshalb ist das nicht, das müssen, also wir haben auf der einen Seite identifiziert gehabt, es gibt gewisse Kantone, die haben, mal gelinde, eine Juristin hat es mal so genannt, Heimatschutzartikel. Also Kanton Bern zum Beispiel, Kanton Zürich zum Beispiel, kennt noch eine Bestimmung, die sagt, dass ihre IT-Lösungen im Gebiet des Kantons, also im Kanton Zürich selber sein müssen. Das bedeutet jetzt als Beispiel, oder Swisscom dürften Sie fast sicher nicht brauchen, weil Swisscom-Lösungen nicht in Zürich lokalisiert sind. Das ist einfach, das sind alte Zöpfe, die abgeschnitten gehören. Aber das müssen die Einzelnen also selber machen. Auf Bundesebene haben wir insgesamt die Sache mal angeschaut gehabt. Wir haben nicht wesentliche Hindernisse also jetzt identifiziert und auch von daher nicht direkt den Handlungsbedarf jetzt konkret gesetzgeberisch
mehr regeln zu müssen, als jetzt ist. Es gibt auf den untersten Ebenen, also jetzt auf denen, die man nach außen nicht mehr sieht, also unter der Verordnungsebene, gibt es einzelne Bestimmungen, die wir korrigieren müssen. Das, was noch nicht gegessen ist, ist, ob es aus der ganzen Cybersecurity-Diskussion allenfalls Maßnahmen geben wird, die man vorschlagen wird. Im Augenblick sind mir aber keine bekannt, die jetzt so weit sind, dass man sagen würde, dass man mehr braucht. Also wir haben die Tendenz, sowieso auch in der Strategie, dass wir möglichst wenig Regulierung wollen, nicht möglichst viel. Also jetzt von der Sache selber her. Ich bin gespannt, eben die Cybersecurity-Diskussion kann da plötzlich andere Dinge bringen, aber das wäre die Idee, wie sie jetzt ist. Besten Dank.